Mann. Genau, die Bar muss mal gereinigt werden. Ich hätte quasi umschalten müssen. Was haben wir jetzt bekommen? Die Hand, ne? Oh Mann. Achso. Holy shit, ey. Holy shit. So eine Scheiße. So, wo sind wir jetzt? Richtig Bomben, Junge. Man muss einfach nur die richtige Einstellung haben. Okay, was war das? Kannst du mal Ruhe geben? Der Griff fehlt. Ich habe keinen Griff. Okay, ich habe auch keine drei Dinger, die hier reinpassen. Aber da ist wohl ein Affe drin. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, da können wir nichts machen. Ja! Der Griff fehlt, okay. Hm. Also ich sehe nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Ach, hier geht's ja noch weiter. Oh. Eine Banane. Ja, die brauchen wir dann wahrscheinlich später für den Affen. Und hier fehlt eine Schallplatte. Eine Schallplatte haben wir nicht. Warum hätte ich die Scheißschraube auch anklicken sollen? Ich suche nach einem Pfeil und nicht nach einer Schraube. Jetzt mal ehrlich. Okay, jetzt Seil zerschneiden wird ja wohl mit einer Gartenschere... Dann haben wir Messer. Oh, der Schweißbrenner. Und ein Dämonenornament. Was geht hier? Ich kann die Brechstange von dieser Seite aus nicht verwenden. Ich muss sie durchsägen oder zerhacken. Ja, wir haben doch eine Säge. Hast du nicht gerade gesagt, ich muss es sägen? Oder zerhacken? Oh, wahrscheinlich brauche ich eine Axt oder so. Okay. Was haben wir gerade bekommen, habe ich gesagt? Schweißbrenner. Schweißbrenner haben wir draußen gebraucht, ne? Oder? Nee, wo haben wir Schweißbrenner gebraucht? Nee. Hier? Nee. Scheiße, wo war denn der Schweißbrenner jetzt nochmal? Hier, oder? Sonnenornament, Alter, wie viel... Engelornament, WTF, wie viele Ornamente? Das bringt mich doch überhaupt nicht weiter. Oh, shit, ey. Okay, wir haben jetzt nur Ornamente gefunden, aber ansonsten nix. Kann ich hier nicht irgendwie mit der Banane arbeiten jetzt schon? Der rappelt dann einfach ein bisschen im Karton und dann... Nee, tut er nicht. So, Griff haben wir ja auch nicht. Oder haben wir einen Griff? Ja, 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 ja. Wir haben keinen Griff. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir das nicht kaputt machen können, oder? Was haben wir denn jetzt hier noch? Das ist das Esszimmer. Hier ist das Schlafzimmer. Was hatten wir denn hier noch? Ach, da war noch eine Kiste. Was war hier? Ach, da war auch noch Schweißbrenner. Aber wir brauchten Schweißbrenner zweimal. Ah, okay, 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 okay. Das war das, was ich ursprünglich gesucht hatte, tatsächlich. Sonnenornament. Strickleiter.
Was brauchen wir denn jetzt? Eine Strickleiter? Oh, was ist denn das hier? Der Statue fehlt ein Flügel. Flügel haben wir auch nicht. Ach du Heilige, wo brauchen wir denn jetzt eine Strickleiter? Hier irgendwas? Nee, ne? Strickleit. Aha. Der Eingang zur Höhle liegt zu weit oben. Ich muss die Leiter aufstellen und sie irgendwie sichern. Erkläre ich jetzt? So, dann haben wir immer mal das dritte Sonnenornament. Das Dreier-Sonnenornament setzen wir wo ein? Hier? Nein. Das sind definitiv keine Sonnen. Waren hier Sonnen? Waren das hier Sonnen? Das sind Sonnen, oder? Okay. Finde die richtige Position für alle 6 Pfeilpaare. Also, finde die richtige Position für alle 6 Schrauben. Jedes Paar hat einen unterschiedlichen Winkel zwischen den Schrauben. Du musst die Schrauben drehen, um die richtige Position zu finden. Interessant werden. Ach du Scheiße. Den so setzen. Dann kann der dahin. Jetzt muss ich nur noch den so setzen, damit ich das hinsetzen kann. Jetzt, wo ich mich mit Schrauben auskenne, Leute, kann ich auch leichte Schraubenrätsel lösen. Hallo, Affe. Ich habe einen Affen. Oh, es ist ein Achievement. Und was mache ich jetzt mit einem Affen? Okay. Was mache ich denn jetzt mit einem Affen? Egal was, alles ist in 2 Minuten gelöst und dann kommen dann 8 Teile Puzzle. Ich habe euch doch gesagt, ich bin gut in solchen Spielen. Und ich bin auch echt nicht dumm im Kopf. Aber manche Sachen kann ich nicht verarbeiten.
Klingt blöd, ist aber so. Oh, was macht denn jetzt eine Fledermaus da? Okay, eine Axt. So, Fledermaus kommen wir wohl noch nicht vorbei. Schöne Animation. So, wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, schon wieder völlig woanders. Eine Sichel wäre hilfreich. Ich habe keine Sichel, als ginge das mit einer Axt nicht auch einfach ein bisschen mühselig. Der Wagen ist voller Kohle, leider ist es Raddefekt. Toll. Hier ist der Zug 1812. Dafür brauchen wir wohl die Kohle. Hier erkenne ich eine 88. Die Zahlen fehlen. Der Griff bewegt sich nicht. Bleibt mit etwas Öl. Ha! Oh, I started to lose hope you'd ever find me. Servus. Ich habe ein Engelornament. Und was machst du? Bist ja... Ich muss die Kette abbekommen. Ja, Metallsäge. Endlich was, wofür wir die Metallsäge brauchen, ey. Christi Lehrgang. Victor, who chained you up? And why? Baron Igor. When I told him I wouldn't work with him anymore, he flew into a towering rage. Alter. But my decision to take apart the machine we've been using for our experiments angered him even more. He threatened to kill Elizabeth in order to force me to stay my hand. That's just an idle threat. Igor needs Elizabeth alive to keep you on a short leash. But now she's in the hands of the monster he created. So you must go and look for Elizabeth immediately. As for me, I'll start searching for Igor. We need to stop him as soon as possible. Alles klar. Schienenschlüssel. Ja, also hier geht's nicht mehr rein. Schienenschlüssel. Lachzange. Hey, JD, wie geht's? Was machen wir denn jetzt mit der Flachzange? Bestimmt das hier rausreißen, Kappa. Okay, Flachzange. Oh, warte mal, Flachzange, damit können wir vielleicht den Schlüssel hier umdrehen. Ha! Ja? Was heißt denn hier nichts Gutes zum Zocken? Entschuldige mal bitte, andere Seine, danke für den Aus. Das dritte Engelsornament. Leerer Sack. Leerer Sack vielleicht für die Kohle. Wäre das nicht möglich? Ich kann sie nicht mit bloßen Händen transportieren. Alter, natürlich kannst du Kohle mit bloßen Händen transportieren. Willst du einen Eisenhandschuh haben vielleicht? Mein Gott, unfähig as fuck. Ich glaub es nicht. Okay, pass auf. Wo die Engelsdinger haben wir hier, glaube ich, reingesetzt, ne? So. Bewege die Quadrate an die richtige Position und stelle das Bild wieder her. Um es gleich mal klar zu machen, ich hasse auch diese Dinger. Ich habe in meiner Kindheit, wenn man mir das vorgesetzt hat, nichts mehr gehasst als das. Wenigstens wird es offensichtlich braun, wenn es richtig ist. Aber Gott, habe ich es gehasst. Oh.
Oh, ich hab sowas gehasst, also. Das ist hier schon mal richtig. Das ist hier richtig. Das geht nicht. Okay, es ist fast richtig. Aber ich hab leid. Es ist leider genau. Genau anders. Scheiße. Okay, das heißt, wir müssen das Ding irgendwie da nach hinten bringen. So. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich habe es ziemlich verschlimmbessert, oder? Nee. Ja, so. Seminar dran, ne? Boah, sowas kann ich einfach nicht. Oder? Gibt viele Sachen, wo logisches Denken easy funktioniert, aber dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Dann, im Endeffekt macht man einfach so lange irgendwas, bis es richtig ist. Ah, Mann. Oh, die Dinger müssen da unten. Krieg ich denn dich darüber jetzt, ohne dass die anderen... Vor allem, welches Teil fehlt denn? Also welches Teil muss gar nicht besetzt werden? Scheiße, nah dran. So, wie krieg ich dich jetzt noch da? Also das hier fehlt. Da, wo ich jetzt mit der Maus drüber gehe, das fehlt. Ich muss jetzt nur noch das mittlere nach da oben kriegen. War doch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Auch nicht sicher.